Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich wieder eine Zeitschrift für euch, und zwar die Lego Ninjago Zeitschrift, und zwar Ausgabe Juni Nummer 50, also 50. Und darin haben wir eine limitierte Figur, dann haben wir die Limmy und einen Booster von der Batman-Serie. Da bin ich mal gespannt, wie die aussehen, weil ich habe noch keine geöffnet. Ich weiß auch nicht, ob ich die sammeln werde. Ich glaube ja nicht. Mal gucken. Dann haben wir hier noch Poster natürlich drin und ja. Da würde ich mal sagen, jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's los. So, ja, heute mal wieder eine Zeitschrift auf meinem Kanal und dafür möchte ich gerne mal ein Like dafür haben und so viele wie es geht natürlich. Und natürlich, wenn ihr neu seid, bitte abonnieren und Glocke aktivieren, dass ihr auch kein Video mehr verpasst und auch kein Livestream mehr. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal in die Zeitschrift. Hier den bewahren wir mal bis zum Schluss auf. Sowie als auch das, die Figur hier. So, dann machen wir hier mal den Kleber ab, die Reste. Geht eigentlich recht gut. Nicht wie bei anderen Sachen. Ich muss ja nichts mehr dazu sagen. Legen wir mal zur Seite. Dann mache ich hier noch den Rest Müll ab, also Kleber ab. So, hier die Limmy noch. Die machen wir auch mal ab. Geht nochmal, ist ziemlich gut. Ja, normalerweise. Jawolski. So, ohne Rückstände. Also Blue Ocean. Wunderbar. So, hier haben wir die Limmy LE9. Und zwar mega böser Garmadon. Ja. Ist ein bisschen verbogen, sehe ich gerade. Aber die kann man zum Beispiel in ein Buch legen, in ein schweres. Und dann wird die auch wieder gerade. So, dann werden wir mal in die Zeitschrift reinschauen. So. Heute ist hier eine Figur, und zwar beinloser Jäger. Dann haben wir hier Expertenwissen. So stark sind Lloyd und Nya. Dann hier wieder ein Comic. Dann haben wir hier zwei Mega-Poster, und zwar Lloyd gegen Garmadon und entfessle den Aero-Drachen. Ja, schauen wir mal gleich. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Ninja ihr am besten findet, falls ihr überhaupt das guckt. Also ich gucke es ja natürlich nicht mehr. So, hier wird Werbung gemacht für Lego Batman, also für die Trading Card Serie. Jetzt überall im Handel, plus limitierte Karte. So, dann haben wir hier, ja, was alles in der Zeitschrift ist. Dann gehen wir einfach mal weiter. Hier haben wir dann beinloser Jäger. Hier ist dann die Aufbauanleitung. Dann geht's weiter. Wie geht's weiter mit der Aufbauanleitung? Ist das so schwierig? Dann haben wir hier ein Labyrinth oder. Ja. Sagen wir mal Labyrinth. Dann haben wir hier wer gegen wen auf dieser Seite. Oh, hier wird Werbung für den Kinofilm von Pikachu gemacht. Oder kann man hier auf Spuren suchen mit Pikachu? Ach so. Kann man was gewinnen? Okay. Dann kommt hier schon das Comic. Da gehen wir gar nicht viel ein. Das könnt ihr selbst lesen, wenn ihr sie holt, die Zeitschrift. Apropos, die kostet 3,99. So, dann haben wir hier Entkomme der Oni oder Öni-Wolke.
Ich glaube, ohne Wolke. Dann haben wir hier Rohr. Rohr. Oh, hier. Lloyd gegen Garamadon. Und dann haben wir hier noch den Rest von dem anderen. Entfessle den Erddrachen. So, hier kann man Abo abschließen, dann bekommt man 25 Lego und den Jakko Booster. Dann geht's hier weiter mit dem Comic. Und weiter und weiter. Dann haben wir hier Meister des Eises, Zane oder Zane. Ein Nindroid für alle Fälle. Dann haben wir Action mit Mesh und Drache. Dann haben wir hier dein eigener Schurke. Hier kann man den Namen für den Schurken eintragen. Dann Kraft und Ausrüstung und Ninja-Gegner. Könnt ihr ausmalen. Kunstvolle Drachenjäger. Also hier haben lauter Kinder Bilder gemalt und dahin geschickt. Und hier wird dann Werbung gemacht für die nächste Zeitschrift. Und zwar Nummer 51. Erscheint am 11. Juni. Da oben steht's. Dein Extra, Nya. Aha. Gibt's da auch wieder einen Booster? Da gibt es wieder eine limitierte Karte. Ah, von Lego. Von Batman, von der Serie. Okay. Gut. Und hier wird dann wieder Werbung gemacht für die Ninjago-Serie. Und hier wird irgendwie Werbung gemacht für. Irgendetwas. Wie heißen die Dinger hier? Spinzitsu Slam. Ab Juni. Okay. So, ich mache ja Werbung für eine Marke, also kommt hier, wo bin ich, da, irgendwo dahin, Hashtag Werbung. Ja. Dann würde ich mal sagen, die Limi habe ich euch schon gezeigt. Da fangen wir hier mit dem Mannequin an. Also mit der limitierten Figur. So, holen wir mal alles raus. Bloß nichts verlieren oder hier dran bappen bleiben. Da ist noch was drin. So, das war's aber. Ja. So, ich glaube, da muss ich doch die Aufbauanleitung nehmen. So. Da brauchen wir einmal das hier. Dann brauchen wir einmal das hier. Das kommt dann hier irgendwie drauf. Zack. Dann brauchen wir, ich glaube, das hier. Das komische rote Teil hier. Das kommt dann hier in die Mitte. Dann müssen wir dieses hier holen. Das wird dann hier drauf gesteckt. Sieht dann so aus. So. Dann kommt als nächstes. Wo ist es? Wo haben wir es denn? Ich sehe es im Moment nicht. Ich glaube, das hier ist es. Das kommt dann hier drauf. Dann müsste noch eins sein, hier. Okay, dann müssen wir es ein bisschen drehen, dass es nebeneinander passt. Na, es will nicht. Ich glaube, das ist wegen dem roten Teil hier. Einmal.
Na. Na. Es will nicht. Es will nicht. Es will nicht. Irgendwie mag das nicht. So, jetzt müsste es, glaube ich, gehen. Jetzt müsste es gehen. Einmal und... So, zweimal. So, dass es schön gerade ist. Dann kommt... Was kommt denn hier noch? So ein komisches Caption. Ich glaube, hier so eins, so ein schwarzes. Zweimal. Ja. Wo soll das denn hin? Ah, hier sind noch so welche. Kommt dann hier drauf. Da ist noch eins, dann hier ist das andere. So, und das sollte, wie soll das dann hier gehen? Ah ja. Ach so, jetzt weiß ich's. So, und so. Wird so dran geklippt. Ah, ich hatte es nicht so mit Lego früher. Ich hatte es eher mit Playmobil. So, dann kommt hier der Oberkörper, kommt dann hier drauf. Zack. Nein, bleib hier. So, zack. Dann nächste Seite. Brauchen wir dieses hier. Und dieses hier wird dann, glaube ich, hier so reingesteckt. Zack. Zweimal steht hier. Dann hier auf der anderen Seite. Das wird dann hier auf den Oberkörper gesteckt. So. Hier drauf. Zack. Dann kommt dieses hier. Und das hier. Das kommt dann hier drauf. Andersrum natürlich. Und das wird dann hier so drauf gemacht. Zack. Was das auch immer sein soll. So. Dann kommt der Gesicht, ne, Schutz nicht, aber so, dass man das Gesicht nicht so sieht. So ein Schal oder eine Maske ist das. So. Ah, sieht ja richtig böse aus. Na? So. Dann kommt das nächste. Da kommt hier das hier auf den Kopf. Und das hier noch. So. Dann muss ich das Schwert zusammenbauen. Das ist, glaube ich, das hier und das hier. Stecken wir das in die Hand. So. Dann hier viermal das hier. Das sind dann die Beine. Zack.
Zack, dass das so lange dauert hier mit dem Aufbau, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber egal. Und zack. So, die kommen dann jetzt hier. Hier so dran. Zack, einmal. Ich mach's mal hier dran, zweimal. Dreimal. Und viermal. So, und das war's dann mit dem Mannequin hier. So. So, müsst ihr auch eigentlich stehen können. So. Nur gerade natürlich auch. Warum steht er nicht gerade? So, jetzt steht er ungefähr gerade. Seht ihr natürlich nicht so. So, hier ist die Limi. Das brauchen wir auch nicht mehr, das ist Müll. Dann noch zu dem Booster hier, zu der neuen Batman-Serie. Da kenne ich noch gar keine Karte oder so. Da bin ich mal selbst gespannt. Hier sind 5 Sammelkarten drin. In der Serie sind es 79 Standardkarten, also Charakterkarten. Dann hier 8 Mighty Micros-Karten. Dann 27 Aktionskarten. 18 Fahrzeugkarten und 18 Puzzlekarten. Dann haben wir noch Spezialkarten, und zwar 19 Holo-Folienkarten, 9 Justice League-Karten. 4 Joker-Karten plus 10 Ultra-Karten. Also eine Ultra-Karte in jedem fünften Booster. Insgesamt sind 202 Karten. Also das geht ja noch. Das geht noch. Dann schauen wir mal. Bin mal gespannt, wie die Karten aussehen. Ah ja. So, hier haben wir Ultra Green Lantern. Sieht mal richtig cool aus. So sehen die von vorne aus. So sehen sie von hinten aus. Dann haben wir hier Mighty Micros Killer Moths. Da steht drauf, am Anfang eines jeden deiner Züge darfst du diese Karte auf ein angrenzendes freies Feld in der Arena bewegen. Duelle finden statt. Dann haben wir hier Lasso der Wahrheit. Drehe einen gegnerischen Verbündeten deiner Wahl um 180 Grad. Ziehe eine Karte. Das ist eine Aktionskarte. Dann haben wir hier Captain Cold. Normale Basekarte. Und hier haben wir dann noch Plastic Man. Ja. Und hier sind dann nochmal die Spielregeln, aber jo. Die könnt ihr euch selbst durchlesen, falls ihr euch diese Zeitschrift holt oder euch selbst Booster kauft von dieser Serie. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.